Hi zusammen und herzlich willkommen hier zum vierten und letzten Wochenabschluss für den Monat Juni. Da ist die Lilly, für alle die, die ab und zu vermissen. Die hat jetzt da einen neuen Schlafplatz, irgendwie da direkt oben auf dem Kissen. Seit, ich glaube vorgestern mag sie das unheimlich gerne. Das ist ja immer so mit Katzen, die haben dann immer irgendwie monatelang einen Schlafplatz und dann auf einmal wechselt der und jetzt ist es der. Also da schläft sie jetzt immer. Ja, ich weiß gar nicht, so ganz gemütlich sieht das nicht aus, aber nun gut. Ja, sie sucht sich ihren Platz aus. Genau, jetzt habt ihr die Lilly auch mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, die Nala, die wuselt hier gerade noch so ein bisschen rum, ob die sich gleich mal zeigt. Ich kann nur so viel sagen, der Wochenabschluss wird, was die Ausgaben für die letzte Woche betrifft, kurz, weil ich habe nicht viele gehabt, also eigentlich nur eine Ausgabe. Das heißt, mit den Spend-Tagen und No-Spend-Tagen, was wir beim Monatsabschluss gemacht haben, das kommt dann auch hin. Da habe ich dann jetzt kein weiteres Geld ausgegeben. Was wiederum bedeutet, das werden wir gleich sehen, dass einige Kategorien, oder nicht einige, aber zumindest das Vorratsbudget habe ich nicht mehr angefasst. Und das Geld, was da übrig geblieben ist, wandert dann auch mit ins Cash-Stuffing, was dann jetzt am Donnerstag kommt. Und ja, genau, da kommt die Nala dann auch, wandert dann auch mit ins Cash-Stuffing rein und dann auch wieder ein bisschen Kleingeld. Also ich habe mein Portemonnaie dann ganz leer gemacht. Das Cash-Stuffing mache ich jetzt gleich, drehe ich das direkt im Anschluss. Ihr seht das dann aber am Donnerstag. Das ist dann für Donnerstag das Video. Und jetzt den Wochenabschluss habt ihr ja dann am Dienstag. Genau, und die Nala ist auch schon wieder weg. Ungewöhnlich. Kurzes Update zu Nala. Die Nala hat jetzt im Laufe von anderthalb Wochen nur einmal erbrochen. Ich glaube, es ist überstanden. Ich glaube, es ist überstanden. Also es war jetzt wirklich einmal was vor 4 Tagen. Da hatte sie einmal gebrochen, davor aber auch eine halbe Woche oder eine ganze Woche nicht. Ich müsste jetzt im Kalender gucken. Ich habe mir das immer notiert. Und ja, also ich glaube, wir haben es so langsam in den Griff gekriegt. Das wäre natürlich schön, weil dann bliebe ihr alles andere erspart. Weitere Tierarztbesuche und Narkose und sowas, alles drum und dran. Deswegen, ja, bin ich da ganz froh. Sie ist jetzt auch nicht mehr so nimmersatt. Also sie fordert das zwar irgendwie noch ein, also jetzt gerade auch schon wieder. Aber dann nimmt sie auch nur so ein paar Bissen. Also es geht mehr so in die Richtung wie früher. Ne? Dass sie dann eher so mal ein paar Happen nimmt und dann ist mal gut und dann geht sie später nochmal dran. Ja, also es ist nicht mehr so, dass sie da alles in sich reinschlingt und man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass da irgendwas verwertet wird, dass sie eigentlich immer nur Dauerhunger hat. Ne? Sie hat ja auch nie Futter ausgebrochen, ne? Das muss man dazu sagen. Sonst wäre das ja verständlich, aber das hat sie eigentlich nie. Sie hat, also nicht eigentlich, sondern nie. Sie hat halt immer nur nachts gebrochen und das war immer so ein, also halt kein Futter, ich beschreibe es jetzt nicht näher, ne? Aber nur so viel dazu zur Info, da geht es schon wieder was besser oder zumindest eigentlich, ne? Also ich erwarte das jetzt auch nicht mehr morgens oder teilweise war es ja auch während ich auf der Arbeit dann war, dass ich dann von der Arbeit kam und es war halt, ja, hat es halt gebrochen gehabt. Aber das war jetzt schon ganz lange nicht mehr, wie gesagt, das letzte Mal vor 4 Tagen und das ist natürlich kein Vergleich zu vorher, da war das ja jeden Tag oder jede Nacht. Genau, so viel dazu. Ja, und ansonsten, heute ist der 30., an dem ich das aufnehme, am Sonntag, wie immer. Und heute ist draußen so ein Gewitter-Regen-Mischmasch, mal ab und zu ein bisschen Sonne und so. Hat sich ein bisschen abgekühlt. Ich glaube, wir haben aktuell 18 Grad, nee, 20 Grad. Und ist aber, ich sag mal so, mal ganz angenehm, die Wohnung mal so ein bisschen wieder durchzulüften und halt, ja, so die Wärme hier so ein bisschen wieder rauszubekommen. Aber ich finde es jetzt schade, die ganze Woche ist halt irgendwie so Regen angesagt und so. Und ich hatte es jetzt echt genossen, die 3 Tage, die wir jetzt so richtig schön warm hatten, einfach morgens mit dem T-Shirt zur Arbeit zu gehen und nicht wieder darüber nachzudenken, ob ich irgendwie lieber doch noch eine Strickjacke anziehe oder doch nicht oder eine Jacke oder wie auch immer. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ne? Ich hoffe mal, wir haben ja jetzt, ich sag mal positiv denken, wir haben jetzt, der Juli geht jetzt los, wir haben dann noch den August, den Juli, den August. Das kann alles noch schön werden, von daher, ich bin da guter Dinge. Genau, ja, und ansonsten habe ich nichts weiter zu erzählen. Ich kann nur sagen, der
Montagswocheneinkauf, den ich ja jetzt gemacht habe, das sind ja jetzt, ist jetzt, oder? Nee, gar nicht. Der Samstagseinkauf, der Montagseinkauf war letzte Woche. Jetzt war ich am Samstag wieder Einkauf, letzter Einkauf fürs Budget, genau, der war wieder wunderbar. Ich habe einfach mal mein Budget so richtig wieder krass unterschritten. Somit ist bei den Lebensmitteln halt auch ordentlich was übrig geblieben, das sehen wir dann auch gleich, was dann auch direkt mit ins Cash-Stuffing halt reingeflossen ist. Na, also das habe ich dann direkt verrechnet und dann auch halt mit vom Konto abgeholt. Die genaue Summe weiß ich jetzt gar nicht, die muss ich gleich noch zählen für das Video dann für Donnerstag. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch die Zahlen mal an und starten dann einfach mal rein wieder in die gewohnte Ansicht und ich sage bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder und ich sage Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum vierten und letzten Wochenabschluss für Juni. Ja, und schon wieder ist ein Monat vorbei. Ich sehe das schon kommen, bald haben wir Weihnachten. Das geht immer so schnell, so verdammt schnell. Ja, aber was soll man tun? Es ist, wie es ist. Und ich würde sagen, wir tragen mal ein. Ich habe genau bei Kaufland eingekauft für 28,88 €. Und zwar habe ich, also mein Budget ist ja eigentlich 35 € die Woche, 140 € im Monat. Und ich war jetzt immer drunter, manchmal auch weit drunter, was richtig cool ist. Und hier habe ich sogar jetzt bei dem Einkauf, deswegen wurde hier so drauf rumgekritzelt, hier so eine Zylinderfüllung für meinen SodaStream mitgenommen für 6,95 €. Das heißt, wäre das jetzt nicht gewesen, was ja immer, ich sag mal, ein großer Betrag auf einmal ist dafür, wäre ich sogar wesentlich weiter drunter geblieben. Also wieder einmal ein super Einkauf mit allem, was ich so brauche. Und ja, also. Ich habe mich da echt gut eingependelt. Ich habe mich da ganz gut eingespielt, was die Lebensmittel betrifft. Ja, wirklich nur das zu holen, was ich tatsächlich brauche, ne, was ich auch in naher Zukunft aufbrauchen werde. Ich habe früher zum Beispiel auch mir immer die Tiefkühltruhe mit allem möglichen Kram vollgeklatscht, weil ich mir immer dachte, auch ja, da hast du bestimmt mal irgendwann Lust drauf und so. Und Ende vom Lied war halt, ich hatte eine volle Tiefkühltruhe, aber meistens gar keine Lust auf die Sachen, die da drin waren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich geändert habe, dass ich da nicht einfach, klar ist meine Tiefkühltruhe dann jetzt nicht mehr proppevoll, aber das muss ja auch jetzt nicht unbedingt sein, wenn da Sachen drin sind, die ich jetzt innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 4 Wochen verbrauche, ist das ja vollkommen in Ordnung. Also wenn da auch Sachen drin sind, auf die ich jetzt wirklich Lust habe, weil da waren manchmal auch, keine Ahnung, dann habe ich so zum Beispiel diese, wie heißen die denn, diese Hähnchen Flügel oder Schenkel. Diese Hähnchenkeulen, diese kleinen, habe ich zum Beispiel gekauft, tiefgefroren. Die schmecken mir eigentlich gar nicht so gut, ne? Weil das ist ja auch das Fleisch, das, irgendwie ist das nicht so meins. Und irgendwie habe ich die aber trotzdem dann gekauft, weil ich mir dachte, auch ja, da hast du bestimmt mal irgendwann Lust wieder drauf. Und ich weiß nicht, so manche andere Sachen auch, wo ich hinterher einfach die dann teilweise sogar richtig lange in der Tiefkühltruhe hatte und ja, dann auch wirklich irgendwann entsorgt habe, weil das ist ja auch nicht alles ewig haltbar. Und ja, also wie gesagt, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich nicht mehr mache. Oder wenn ich jetzt, ich habe ja auch dieses Vorratsbudget, da kaufe ich mir dann Sachen auf Vorrat, die ich immer wieder brauche, wo ich weiß, dass ich die immer wieder brauche, sodass ich die in meinem regulären Einkauf gar nicht mehr mitkaufen muss. Ne? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wo ich mir mal ganz viel Kaffee geholt habe, weil der im Angebot war. Ne, den musste ich jetzt schon ganz Ewigkeiten nicht mehr hier in meinem regulären Einkauf mitkaufen. Oder Klopapier oder Küchentücher oder sowas. Ne? Und ich finde, das macht auch unheimlich viel aus, dieses Vorratskäufebudget zu haben, wo man halt Angebote kauft mit Sachen, die man dann im Vorrat lagert, die man erstens eh immer braucht. Und zweitens hat man die dann halt. Man zehrt halt langfristig davon, wenn man die halt einmal günstig gekauft hat. Ne? Und ich glaube, das ist ein Grund mitunter, dass ich das hier so gut hinkriege, weil ich halt die Vorräte habe. Und, aber man darf auch nicht vergessen, Leute, ich war diesen Monat auch echt kochfaul. Also ich habe, wenn ich halt koche, ist das immer eigentlich, sind das Gerichte, wo Fleisch enthalten ist und wenn es nur Hackfleisch ist. Und das ist teuer.
Na, wenn man dann Bio-Hackfleisch holt und Rinderhackfleisch, weil so Schweinehackfleisch mag ich schon lange nicht mehr. Also dieses Gemischte, weil das immer so stinkt beim Anbraten. Und wenn ich dann Hackfleisch hole und damit ein Gericht mache, als Beispiel jetzt, das geht ins Geld. Also da kostet ja schon allein das Bio-Hackfleisch irgendwie 7 € oder so, die 400 Gramm oder 6, ich weiß das jetzt gar nicht. Und dann holt man noch ein paar andere Zutaten, die man dafür braucht. Und da ist man mal ganz schnell fürs Kochen, für ein Gericht, was jetzt vielleicht dann, ich sag mal, 2 oder wenn ich Glück habe, 3 Tage hält, je nachdem, wer da mit ist oder wie viel Hunger ich habe, ist man da dann schon mal bei 15 €. Oder ich erinnere nur daran, ich weiß nicht, ob es noch einige wissen, war so relativ am Anfang oder letztes Jahr, glaube ich, war das. Da habe ich so richtig Lust auf eine selbstgemachte Pizza gehabt. Und die hat mich mal eben mit allen Zutaten, die ich da brauchte, 21 € irgendwas gekostet, ne? Und ja, da habe ich zwar 3 Tage von gegessen, aber trotzdem, das finde ich schon, das haut dann halt rein. Das kann einen so ein Wochenbudget dann halt schon mal zerstören, ne? Heißt nicht, dass das nicht mehr vorkommt, ne? Also, ne, das möchte ich damit nicht sagen. Ich will auch nicht verzichten oder so. Na, das heißt, wenn ich jetzt bald mal wieder Lust habe auf irgendwie irgendwas, sei es auch eine selbstgemachte Pizza, die mich dann halt nur mal 20 € kostet, je nachdem, womit das belegt ist und ob da gerade was im Angebot ist von oder nicht, dann ist das so, ne? Aber ich will damit nur sagen, es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt dann immer kocht oder halt nicht. Und bei mir ist das halt nicht so. Da war es diesen Monat halt nicht so großartig und von daher top. Also ich freue mich. Ich habe trotzdem gut gelebt und diesen Monat und habe, es hat mir an nichts gefehlt, an nichts gemangelt und von daher alles gut. Ja, somit habe ich im Lebensmittelbudget 26,28 € übrig. Und wie gesagt, das ist, da ich ja das Lebensmittelbudget auf dem Girokonto habe, weil ich ja immer mit Karte bezahle, ist das jetzt dann für den nächsten Monat mit ins Cash-Stuffing quasi mit reingeflossen. Ich habe es dann einfach mit ausgerechnet. Ja, Taschengeld ist nichts passiert. Da war ja auch gar nichts mehr da. Da war dann sogar ein kleines Minus. Von daher habe ich da auch nichts mehr rausgenommen. Online-Einkäufe habe ich auch keine mehr gemacht. Da war dann quasi auch ein kleines Plus, was dann auch wiederum ins Cash-Stuffing damit reinfließt. Und Drogerie war ich dann auch nicht mehr für das Budget. Und somit ist da auch nichts mehr passiert. Das Budget hier bleibt auf dieser Karte, die ich da immer bekomme. Und geht dann somit für den nächsten Monat rein, dass ich da ein bisschen mehr dann zur Verfügung habe für meinen monatlichen DM-Einkauf. In den Spartöpfen ist auch nichts passiert. Da ist auch, wie ich finde, genug passiert in den ersten 3 Wochen. Also da habe ich auch nichts mehr rausgenommen oder musste auch nichts mehr rausnehmen. Ich überlege gerade, nee, nein, da war nichts. So, und Vorratseinkäufe habe ich auch keine mitgenommen jetzt, wo ich bei Kaufland war, weil da einfach nichts war, was sich jetzt irgendwie gelohnt hätte, ne? Weil ich, ne, ich will ja auch nicht irgendwie Dinge horten, einfach nur, das soll ja schon Sinn machen, ne? Von daher war da nichts. Klar hätte ich jetzt, die hatten zum Beispiel Erbsen und Möhren im Angebot, hätte ich jetzt 1 Million Dosen mitnehmen können, aber ich esse die zwar hin und wieder mal gerne, aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt einen heftigen Vorrat von brauche, von daher, ne? Also nur, dass ihr versteht, was ich meine. Also ich gucke da wirklich, dass ich da schon sinnvolle Sachen dann kaufe, die für mich sinnvoll sind. Zusätzliche Einnahmen hatte ich leider auch keine. Ich habe jetzt schrittweise immer noch mal ein bisschen hier ausgemistet bei mir zu Hause. Also ich habe tatsächlich immer noch ganz viel gefunden, was ja weg kann, was ich so jetzt nicht mehr brauche. Und habe auch noch mal so meine Filme bin ich auch noch mal durchgegangen und da habe ich glaube ich auch noch mal so 5 Stück gefunden, wo ich mir dachte, Mensch, also egal was passiert, den würdest du eigentlich gar nicht mehr einlegen und gucken. Und ja, da muss ich mich jetzt nochmal ransetzen und die nochmal inserieren, die Sachen, die ich da noch rausgesucht habe. Und ja, vielleicht tut sich da nochmal was. Ich warte jetzt die ganze Zeit schon, weil die Filme verkaufe ich immer am liebsten bei Rebuy oder Momox oder sowas, weil ich habe halt viele Filme, die auch ab 18 sind und dann kriegt man die bei Kleinanzeigen leider nicht verkauft, wegen dieser Altersgedönse. Und deswegen mache ich das einfach der Einfachheit halber bei Rebuy.
Da kriegt man zwar immer nur so ein paar, ja, Cent oder mal 10, 20 Cent, manchmal auch 2, 3 Euro für so einen Film. Manchmal nehmen sie ihn auch gar nicht. Aber die Menge macht's dann halt. Und deswegen, da warte ich aber im Moment auf so ein Angebot. Die schicken einem dann öfter mal so Angebote, dass man, wenn man da jetzt verkauft, dass man dann nochmal 10% auf seinen Erlös nochmal oben drauf kriegt oder sowas, ne? Und da warte ich jetzt im Moment drauf, weil ich sag mal, das wird jetzt nicht schlecht. Ne? Das liegt jetzt halt hier und gut. Und genau, da ich weiß, dass es da öfter mal so Angebote gibt, warte ich da lieber. Und dann kriege ich da noch mal ein bisschen mehr, falls es überhaupt was bringt. Also ich habe noch so eine ganze Einkaufstasche voll mit Filmen, also so eine Tra so ein Korb, ne, so ein Einkaufskorb voll mit Filmen. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind nach dem Aussortieren. Ich schätze mal so 40 vielleicht. Ja, und beim letzten Mal wollte Rebuy sage und schreibe 5 Filme davon haben und ich kam noch nicht mal auf den Mindestwert, um die überhaupt abschicken zu können. Ja, und das ist dann natürlich doof. Und wenn das alles nichts nützt und bevor die Filme mir da zu viel Platz wegnehmen, weil die eh keiner gebrauchen kann, weil wenn Rebuy den nicht nimmt, dann ist der Markt halt auch einfach überflutet mit diesem Film, ne? Dann werde ich sie mal spenden. Irgendwie, die kann man zur Diakonie bringen, die freuen sich da und also beziehungsweise freuen sich da Menschen, die halt nicht so viel Geld haben, auch über Filme. Und ganz, ganz viele andere Sachen kann man da auch noch hinbringen. Film aber auch und dann werde ich das halt so machen, weil das bringt mir nichts, wenn die hier rumliegen und ja, mir einfach Platz wegnehmen. Na, ich versuche das dann ein, zwei, dreimal bei Rebuy und wenn dann die Filme gar nicht gehen, dann ist das so. Na, und wenn man jetzt einen guten Film hat, sage ich mal, der irgendwie sogar noch out of print ist oder so, den verkauft man dann auch nicht bei Rebuy. Also da versucht man es dann eher in den Facebook-Sammlergruppen oder so, weil da kriegt man dann schon ganz gut Geld für. Aber so viele Filme, also ich habe da zwar einige von, aber die behalte ich. Und von daher, ja, genau. Ja, somit sind wir durch für meinen Wochenabschluss, für meine vierte Woche. Der Kassenbon kam weg. Und somit ist auch der Monat hier komplett abgeschlossen. Komplett abgeschlossen. Ich habe mich ja beim letzten Mal beim Monatsabschluss schon über diese Wahnsinnssummen gefreut, die ich hier insgesamt schon gespart habe, jetzt mit der Budgetplanung, was ich da generell schon zurücklegen konnte. Und ich freue mich wahnsinnig, Leute, wenn ich das in die Tat umsetze, Ende des Jahres den Kredit schon mal etwas zu schmälern. Und wenn der dann weg ist, dann kann ich diese ganze Kreditrate, diese über 500 € auch noch wegsparen. Das ist krass. Ich hätte niemals gedacht, also hättet ihr mich vor 2 Jahren gefragt oder noch vor anderthalb Jahren oder mir gesagt, dass ich sowas hier mal mache und nee, hätte ich euch niemals geglaubt. Das war so eine Zeit, da war mir wirklich, ich habe gedacht, ne, du arbeitest für dein Geld und dann gibst es auch aus, so wie du willst, egal für was. Und ich hätte jeden Einzelnen ausgelacht, der mir gesagt hätte, hör mal, Kim, in einem halben Jahr sitzt du aber da und machst hier so eine Budgetplanung und du sparst jeden Monat so und so viel Geld und du freust dich darüber. Wahnsinn, nee, hätte ich nicht geglaubt. Aber so ist das. So gibt es bestimmte Ereignisse im Leben, die einen dazu bringen, anders zu denken, anders zu werden und ja, irgendwie eine 180-Grad-Drehung zu machen. Und ich blende noch mal ein, mein finanzieller Weg, das Video, da erkläre ich ja noch mal ganz genau, wie es zu allem so gekommen ist und so, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin immer wieder erstaunt, was für einen Wandel ich gemacht habe. Also nicht nur ich, so meine Familie auch und so. Mein Freund ist ja unheimlich stolz auf mich, wie ich das mache und wie weit ich das da schon geschafft habe. Im Gegensatz zu dem, wie ich auch vorher gelebt habe, ne? Ja, deswegen freue ich mich jetzt, umso mehr Geld zu verteilen. Ihr seht das dann am Donnerstag, wo ich wie viel Geld hinverteile. Wir hatten ja hier schon mal so eine Vorabplanung gemacht oder ich mit euch. Und dann schauen wir mal, wie viel jetzt hier am Ende wirklich zu verteilen ist, weil ich musste noch mal ein bisschen korrigieren. Aber das geht sich gut aus, das klappt. Und ich freue mich auf den wunderschönen Juli, den ich dann ja, hier bald mit Leben füllen kann und das mit euch zusammen. Das freut mich natürlich am meisten. Und deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen
Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Das freut mich dann natürlich sehr. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das gibt natürlich immer eine zusätzlichen Motivationsschub für mich. Und ansonsten macht's gut. Wie immer, bleibt gesund. Alles Gute. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.